Fotografie, das ist die Wahrheit. Und Kino, das ist die Wahrheit 24 Mal pro Sekunde. Das klingt poetisch, sollte aber auch zum kritischen Denken anregen. Denn zeigt das Kino und zeigen Filme und Videos wirklich die Wahrheit 24 Mal pro Sekunde? Was soll das eigentlich heißen? Nun, Jean-Luc Godards Aussage ist semantisch eigentlich nicht korrekt. Das Gegenteil trifft zu. Film ist eine audiovisuelle Illusion. Diese basiert auf der Verknüpfung von Ton und Bild, von unserer auditiven und visuellen Wahrnehmung. Warum ist es wichtig, Film als audiovisuelle Illusion zu verstehen? Wie hilft dir das, wenn du selbst ein Video herstellst? Naja, du kannst immer einfach Record drücken und loslegen, aber das Resultat wäre höchstwahrscheinlich etwas enttäuschend. Videos sehen meistens so aus, als wäre es ganz einfach, sie herzustellen. Und das ist es auch, wenn du weißt, wie Film unsere audiovisuelle Wahrnehmung beeinflusst und austrickst und wie du das nutzen kannst. Fangen wir bei den Basics an, das bewegte Bild. Wenn du die Einzelbilder mit genügend Geschwindigkeit durchblätterst, kombiniert dein Gehirn sie zu einer flüssigen Bewegung. Das ist eine Wahrnehmungstäuschung. Nach diesem Prinzip funktioniert der Film. Eine Kamera fotografiert Standbilder, die dann in einer bestimmten Geschwindigkeit abgespielt werden. Werden sie schnell genug abgespielt, fügt dein Gehirn die Standbilder zu einem einzigen, sich kontinuierlich bewegenden Bild zusammen. Das wird Persistence of Vision genannt. Ganz zu Beginn der Filmgeschichte war es egal, ob die Bewegungsillusion fließend war, denn es ging primär um die Attraktion der Illusion. Manchmal wurde ein Film auch schneller als üblich abgespielt, um eine zusätzliche Vorstellung ins Programm zu quetschen. Erst mit der Etablierung des Tonfilms in den 1920er Jahren wurde die Abspielgeschwindigkeit auf 24 Frames per Second, also Bilder pro Sekunde, standardisiert. Mittlerweile ist der Standard in Europa 25 Bilder pro Sekunde. Es gibt aber auch viele YouTube-Videos, die heute mit 60 Bildern pro Sekunde produziert werden. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele Bilder pro Sekunde du für dein Videoprojekt verwenden solltest. Grundsätzlich gilt, vorausgesetzt, dass du keine Zeitlupenbilder brauchst, sollten alle Bestandteile deines Projekts die gleiche Anzahl an Bildern pro Sekunde haben. Damit wirst du einen schnelleren und problemloseren Postproduktionsprozess haben. Je nachdem kann ein technischer Bildfehler enorm vom Inhalt deines Videos ablenken. Jeder visuelle Bruch in unserer audiovisuellen Wahrnehmung lenkt die Aufmerksamkeit auf den Fehler selbst, weg vom Inhalt. Dein Video wird nämlich immer doppelt wahrgenommen. Einmal im Hinblick auf die Wissensproduktion und einmal im Hinblick auf die Wissensdarstellung. Welche Mittel stehen dir für die Darstellung zur Verfügung? Audiovisuelle Medien sprechen nicht nur das Auge an. Sie positionieren das Publikum in einem spezifischen Rezeptionsmodus der Audiovision. Das Filmbild ist nämlich nur das Gesicht der Operation. Und der Ton sorgt im Unsichtbaren dafür, dass die Bilder an Realität gewinnen. Audio beeinflusst deine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit mehr, als du vielleicht denkst. Ton greifen ineinander. Sie erzählen und vermitteln gemeinsam. Michel Chion nennt das den audiovisuellen Vertrag. Vertrag, weil die visuelle und die auditive Wahrnehmung eigentlich ziemlich unterschiedlich funktionieren. Erstens, im Gegensatz zur Sicht kann Audio eine Bewegung vorwegnehmen. Ton und Bild haben eine unterschiedliche Relation zur Bewegungswahrnehmung. Zweitens, dein Gehör analysiert, verarbeitet und synthetisiert Informationen schneller als das Auge. Mit Added Value kannst du dir diese Wahrnehmungsunterschiede für dein Videoprojekt zunutze machen.
Added Value bezeichnet den Sound, der einem Bild seine Wirkung verleiht. Was zum häufigen Fehlschluss führt, dass Sound gar nicht notwendig sei und die Wirkung aus dem Bild allein entstehe. Das ist falsch. Sound ist auch für dein Videoprojekt zentral. Für dein Video brauchst du ein einfaches Sounddesign, das dem Bildgeschehen und den Animationen ihren Effekt verleiht. Diese Animation wirkt ohne Ton nichtssagend. Wir verlieren schnell das Interesse an ihr. Mit Geräuschen aber wirkt sie lebendig und echt. Unsere Aufmerksamkeit bleibt dabei. Verzichte auf einen durchgehenden Hintergrundjingle. Das gehört in den Bereich Werbevideos. Achte lieber darauf, dass der Sound die Atmosphäre deines Videos wiedergibt, und privilegiere die Stimme. Die Erzählstimme, auch Voice-Over genannt, muss immer laut und deutlich sein. Geräusche und Musik vervollständigen dein Sounddesign, sollten aber die Stimme immer nur begleiten und nie übertönen. Dein Sounddesign hält die einzelnen Bildaufnahmen zusammen, indem die Geräusche einen Schnitt überbrücken und eine Klangkulisse einzelne Shots miteinander verbindet. In dieser Hinsicht ist Film wie eine Sprache. Einer vermutlich erfundenen Anekdote zufolge soll bei einer der ersten Kinovorstellungen der Geschichte jemand ausgerufen haben: Das ist die Geburt einer neuen Sprache. Wenn dir nun die Frage gestellt wird, was ist Film, würdest du jetzt wahrscheinlich eine andere Antwort geben als vorher. Und wahrscheinlich auch eine andere als Jean-Luc Godard. Deine Antwort wäre wohl eher so etwas wie: Film ist eine Wahrnehmungstäuschung. Film bedient sich audiovisueller Techniken, um dem Publikum einen Inhalt zu vermitteln. Ganz egal, ob das ein Actionfilmplot oder eine wissenschaftliche These ist. Du hast nun Grundbausteine davon gelernt, wie du mit einem Video Wissen vermitteln kannst. Und du weißt nun, dass Wissensdarstellung genauso wichtig ist wie die Wissensproduktion selbst. Wie du dein Video gestaltest, hat einen direkten Einfluss darauf, wie es nachher wahrgenommen wird. Ob dein Publikum dir zuhört und engagiert ist, hängt letztendlich davon ab, ob die audiovisuelle Illusion gelingt.